Frohsinn. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden und geistigen Eigenschaften. Heute geht es um Frohsinn. Ein besonders schönes Thema. Frohsinn heißt, frohen Sinnes zu sein. Sinn steht nicht nur für die Sinneswahrnehmung. Sinn im Deutschen hat ja eine vielfältige Bedeutung. Es gibt die Sinnesorgane, es gibt den Tastsinn, es gibt den Sinn des Lebens. Aber es gibt auch, man kann feinsinnig sein, frohsinnig sein und so weiter. So in diesem Fall ist Sinn natürlich so eine Grundstimmung, die man dort hat. Wenn man Frohsinn hat, dann ist man voller Freude. Frohsinn ist auch so eine Grundstimmung. Ist nicht so wie die aktive Euphorie oder die Ekstase. Frohsinn zu haben ist so etwas Längerfristiges. Frohsinn, es gibt diese Frohnaturen, die haben einen dauerhaften Frohsinn. Aber Frohsinn ist eben auch etwas, was man kultivieren kann. Du kannst überlegen, wie kannst du glücklicher, freudiger sein. Glücklicher ist vielleicht schon etwas überfrachtet. Manche Menschen suchen nach dem absoluten Glück und irgendwo, Yogis würden sagen, ja, es gibt das absolute Glück. Wenn du die Erleuchtung erlangt hast, dann hast du das absolute Glück. Aber bis dahin wirst du nicht immer glücklich sein. Und indem du manche Menschen verkrampfen sich, um glücklich zu sein. Frohsinn ist dort etwas Leichteres. Frohsinn ist etwas Erreichbares. Immer wieder etwas mehr Frohsinn zu haben. Was heißt Frohsinn? Frohsinn heißt, die schöne Seite des Lebens anzuschauen. Frohsinn heißt, dass du in dir selbst irgendwo neue Gründe findest für Freude. Du kannst Frohsinn haben, wenn du einfach mal Schönheit anschaust. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich halte das für so wichtig. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Du kannst dich erfreuen an wunderschönen Pflanzen. Du kannst dich erfreuen an Kerzen. Du kannst dich erfreuen an Himmel. Du kannst dich erfreuen an der Schönheit von Menschen. Wenn du ein Haustier hast, kannst du dort immer wieder dich dran freuen. Wenn du Kinder hast, kannst du dich an ihnen freuen. Natürlich, man kann sich auch immer wieder aufregen. Man kann sich darüber aufregen, was alles Schlimmes passiert. Und manchmal ist auch wichtig, dass man sich auch mal aufregt. Dass man aktiv wird, dass man nicht alles akzeptiert. Der Mensch ist eben kein Ameise in einem großen Ameisenhaufen, wo seit Jahrmillionen alles ähnlich funktioniert. Der Mensch hat den Wunsch, Dinge besser zu machen. Aber du kannst Frohsinn kultivieren, indem du dir öfters Momente nimmst, wo du freudevoll bist. Freude und ein glückliches Leben ist eben nicht nur nach den großen Glückseuphorien zu streben, sondern das kleine Glück. Kleine Dinge genießen. Auch öfters mal dankbar sein für das, was du hast. Auch das hilft Frohsinn. Oder auch, du kannst entweder dich über aufregen, was Menschen machen, denn jeder Mensch macht immer wieder etwas, was nicht so gut ist, aber du kannst auch das Gute darin sehen, denn jeder Mensch macht auch etwas Gutes. Jeder Mensch hat auch gute Motivation. Hat nicht nur gute Motivation, aber er hat auch das. Frohsinn. Es gibt noch einen weiteren Aspekt über Frohsinn. Ich sage gerne, Menschen sind unterschiedlich. Und wenn du schon mehrere dieser Hörsendungen gehört hast, hoffe ich, dass ich dich nicht langweile, weil ich immer wieder das Gleiche sage. Es gibt die frohen Naturen, die viel Frohsinn haben. Und es ist gut, dass es sie gibt. Sie stecken an mit ihrer Freude. Aber auch die Melancholiker haben ihren Sinn. Die öfters die Hohlheit der Welt sehen. Die öfter sehen, dass das, was einen Anfang hat, auch ein Ende hat, dass einen letztlich nichts glücklich macht und dass selbst die großen Menschheitsbeglücker oft auch eine Schattenseite haben. Auch die sind wichtig, dass man realistisch ist. Und so, wenn du jemand bist, der nicht so viel Frohsinn hat, anstatt zu bedauern, dass du nicht so glücklich bist und anstatt dich zu verkrampfen, irgendwie glücklich sein zu müssen, kannst du auch dich selbst wertschätzen. Ja, ich bin ein etwas schwermütigerer Mensch. Ja, mir gelingt es immer wieder, die Dinge zu sehen, die schief gehen. Und ich habe leider oft genug auch recht. Aber deshalb habe ich auch vorgebaut. Deshalb kann ich auch gar nicht so leicht enttäuscht werden. Deshalb suche ich auch nach tieferen Dingen. Ich versuche, Dinge tiefer zu ergründen, denn ich lasse mich nicht vom Schein irgendwie täuschen. So kannst du auch, wenn du zum Beispiel jemand bist, der eher schwermütig, melancholisch ist, dich selbst wertschätzen. Du musst nicht die Frohsinnigen imitieren. Du musst nicht der Diktatur des Glücklichseins folgen.
Es gibt eine Form des Glücklichseins, die durch die Erleuchtung kommt. Und es gibt eine Form der Zufriedenheit, die kommt, wenn du weißt, du machst etwas Sinnvolles. Du setzt dich ein für etwas Wichtiges, du hilfst anderen und du versuchst auch Gott zu erfahren und vielleicht erfährst du ihn sogar. Dann kommt etwas Tieferes als Frohsinn, nämlich wahre Freude, die auch andere Emotionen mit einschließt. Ja, das waren jetzt so zwei Gedanken. Du kannst auch selbst etwas drüber nachdenken. Du kannst zum einen überlegen, willst du etwas mehr Frohsinn kultivieren? Willst du mehr Freude im Alltag erleben? Vielleicht auch mehr Yoga-Übungen machen, Meditationen, die einem ja sowieso helfen, glücklicher zu sein. Und wenn du jeden Tag eine halbe bis zwei Stunden Yoga und Meditation übst, das Glück, das du dabei erfährst, strahlt natürlich auch aus. Die meisten Menschen, die mit Yoga beginnen, werden sagen, ja, ich habe mehr Frohsinn kultiviert, ich habe mehr Fröhlichkeit, mehr Lebensfreude. Und der zweite Aspekt ist Temperamentakzeptanz. Dich so annehmen, wie du bist, wertschätzen, wie du bist, der Bewusstsein, dass das Temperament und die Persönlichkeit, die du hast, etwas Wertvolles ist. Du musst nicht andere imitieren. Und indem du dich selbst akzeptierst, gleichzeitig dich engagierst für etwas Gutes, einen höheren Sinn im Leben siehst, dann hast du etwas Tieferes als Frohsinn, nämlich eine tiefe Zufriedenheit und ein tiefes inneres Glück, das auch die Schwermütigkeit umfassen kann. Ja, das waren einige Gedanken zum Thema Frohsinn. Was denkst du darüber? Schick mir doch eine Mail an sukadev@yoga-vidya.de. Schreib einen Kommentar hier auf YouTube oder auf iTunes oder schreib in unserem Blog oder in unser Yoga-Vidya-Forum. Alle Informationen findest du auf den Internetseiten www.yoga-vidya.de. Mein Name Sukadev, Gründer von www.yoga-vidya.de. Kamerafrau Raffaela. Dies ist ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten.